und da sind wir wieder bei Goodbye Deponians. Ich muss das eigentlich gar nicht mal sagen. Ich wechsle jetzt immer so die Folgen so hin und her. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Naja. Ist ein neues Prinzip, das ich mal ausprobiere gerade. Jetzt schreibt mir Philipp. Dönerstörung. Schreibt er. Ach, sie wird zurück zum Goon. Hier mit der Kren von so. Okay. Blub. Das Wasser sieht doch so merkwürdig grünlich aus. Was sitzt du denn hier so faul rum und hältst Maulaffenfeil? Na los, zeig Leben. The show must go on. Wie denn ohne Partner? Ich könnte ja einen Augenblick kurbeln. Vergiss es. Ich werde garantiert nicht noch einmal den Affen spielen. Aber wenn du den Part übernehmen willst, schnapp dir den Filz und los geht's. Nee, lass mal. Ich wäre ein lausiger Affe. Na und? Das war ich auch. Wir hätten misstrauisch werden sollen, dass der Kindergarten alle Faschingshüte auf einmal an die Straße gestellt hat. Tja. Hey! Was soll denn das? Willst du jetzt das Äffchen spielen? Käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Filz in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenne ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Filz. Er ist das einzig Coole an dem Job. Ja, wir haben doch da doch jemanden. Warte mal. Na los, ihr kennt den Kusch. Ja, ja, immer diese scheiß Kinder da unten. Boah. Vielleicht hilft das ja. Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Goon. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Ja. Ich habe eine Idee, was zahlendes Publikum ist. Komm mal hier zum Rohrwald. Hier stehen noch die ganzen Pilze, ne? Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Oh Gott, das will die Alte geht mir so auf den Piss. Pass mal auf. Leihen Sie mir 5 Slotty. Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkastenmann. Ein neues Äffchen, sagst du? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slotty wert. Ja, das ist es. Was ist mir jetzt das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist, was hier unten an Zuschauern so rumlimmelt? Außer wir. Oha! Sexy, sexy. Tanz, mein Äffchen! Tanz! Pfui, Spucke. Das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotty gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Okay. Hörst du? Das Publikum ist unzufrieden. Beim nächsten Mal schaust du gefälligst ein bisschen freundlicher. Beim nächsten Mal? Aber wir hatten eine Abmachung. Sobald du die 5 Slotty verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt. Aber diese 5 Slotty hier gehören mir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Ja. Muss ich ja auch. Na los, sag es hier, Rufus. Naja. Erstmal meine 5 Slotty. Warte mal. Rufus? Aber was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Seine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Genau. Die Provision. Heißt das etwa, du hast mich verkauft?
Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben, haben, haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck heiligt die Mittel, was mich streng genommen zu einem Heiligen macht. Alter, Rufus, jetzt sei nicht so scheiße. Gib der Frau die 5 Slotti. Meine Güte. Nein, mir geht es. Ich will hier ein. Außerdem ist diese Vorstellung doch nie und nimmer 5 Slotti wert. Doch ist sie. Nein, mir geht. Ich will hier. Außerdem ist. Alter. Nein, nicht. Außerdem. Was ein Arschloch, ganz ehrlich. Und den Heizstrahler können wir auch noch klauen. Oh Gott. Himmel. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Na los, Kusch. Kusch, nehmen den Heizstrahler mit. So eine Scheiße, ey. Obwohl, das sieht auch wieder sehr gemütlich aus, dieser kleine Wagen hier, ne? Gefällt mir. Wir gehen hier 5 Slotti an den mittleren Rufus. Oh, was ist denn mit ihm los? Jetzt haben wir eigentlich aber die 5 Slotti aus der Kanalisation entwendet. Heißt das nicht Wirtschaftskrise? Was ist los? Oh, June ist fort. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Ach. Warte mal. Vielleicht ein bisschen Arbeit. Gar nichts. Dann heul nicht rum und such dir ein... Als Teigtaschenverkäufer? Du Rufus, ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein schmucker Bewerber? Oh Gott. Was? Hey! Alter, ihihihi. Hä? Teigtaschen, nur 1 Slotti 25 das Stück. Bravo, Zugabe! So ein Arsch. Ach nee, warte mal, ich wollte hier gar nicht hin. Hier ist immer noch dasselbe. Lalalala. Hier, bitteschön. 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen kommen sofort. Das macht dann 5 Slotti. Beehren Sie uns jederzeit wieder im... Ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten. So ein Scheiß, ganz ehrlich. Teigtaschen, nur 1 Slotti 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Haben wir 4 Teigtaschen? 4 XXL Teigtaschen. XXL-Teigtaschen, die sind doch bestimmt warm. Wow, die sind ja wirklich riesig. Da würde ja locker ein ganzer Wombat reinpassen. Warte mal. Ich hoffe, dass das nicht geht, weil das wäre ein bisschen... I. Hey, euch ist doch kalt. Ich könnte locker so weit werfen. Aber solange dort niemand ist, der auch so gut fangen kann wie ich...
Und mein... Achso. Warte mal, dann gehen wir hier erstmal runter. June, ich weiß nicht, ob wir dich jemals wieder zurückbringen. Ich hoffe aber. Weil sonst wäre Deponia echt scheiße. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? XXL-Teigtaschen. Die sind riesig und richtig kuschelig warm. Aber Herr Rufus, wir können hier ja kaum stehen. Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Wir gehen mal zurück. Wir haben noch hier die Schleimmonster. Kommt mir zwar etwas willkürlich vor, aber... Naja... Naja. Hey. Zack. So, Rotzi. Aber und Kartchen. Boah, ey. Meckerkatze 24.de. Warte mal hier. Ich hab die Ihr könntet diese Halbtag. XX. Die sind. Aber dunkel wäre es dann trotzdem noch. Nee. Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Ja. Warte mal, wo ist denn hier? Hier ist der Stecker. Obere Steckdose? Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. Untere Steckdose? Tja, wirklich steckt es kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Weißt du was? Manchmal. Naja. Warte mal. Wir nehmen jetzt einfach mal alles, was wir haben. Oder was? Nee. Warte mal, wenn wir hier... Antennengabel. Aua! Aber, hä? Was soll denn das? Warum ist die sicher? Nur der Strom ist an. Die scheint irgendwie fest. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Rusty, du gehst mir so... Das ist jetzt wirklich willkürlich. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Bitte schön. Und nun? Gut, festhalten. Warten. Gleich geht's los. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, nein. Schade, dass Strom nicht in Lust liegt. Dann würde man... Und man müsste sie... Oh, nein. Ich will das nicht machen. Okay. Tschüss. Aua. Hm? Sagte dir was? Keine Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Alter. Wie der einfach mal weggeflogen ist. Wir haben die Sicherung. Ist so schön. Oh Mann. Okay. Jubel die Jaucht! Yes. So, dann machen wir jetzt die Teigtaschen hier hin. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet die Halbtag. X, die sind. Aber Herr Rufus, wir können ja. Wie? Auch noch kein Wunder, dass eure. Ja, plus. Wo denn dann? Hierfür? Und das dann. Na, dufte. Hier jetzt. Hin. Schade, dass dann. Warte mal. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber... Na, keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht,
Ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch! Ich bin mal gespannt, wie der Strohhalm aussieht. Okay, recht normal. Was ist los? Die haben uns noch nicht zugedeckt. Wie Apfel? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Wissen Sie denn gar nicht? Weiß ich wohl. Wie eine Calzone, ne?